So, willkommen zurück zu dem Kapitel 8x bei Randomized 3-Shear-776. Dieses Mal, wie man schon sehen kann, sieht man wieder mal nichts. Wieder mein Gang-Kapitel. Und eigentlich, wenn man erstmal nicht hat, eines der dümmsten Kapitel im Spiel und eines der schwierigsten Kapitel. Das Kapitel an sich ist nicht sonderlich schwer. Ist ein bisschen nervig, aber schwer ist es nicht wirklich. Und dann gibt's da den Boss. Der die ganze Sache einfach mal komplett auf den Kopf dreht. Mein Team für dieses Kapitel sieht ein bisschen komisch aus. Aber es wird sein Leaf, Ronan, Nana, Karen, Brayton und Carrion. Ja, ich benutze Carrion. Einfach weil ich Carrion benutzen will. Wenn ich schon so halbwegs eine Meme aus diesem Let's Play draus mache, dann wenigstens richtig. Vielleicht kriegen wir sogar hin, Shanam zu benutzen. Irgendwie, keine Ahnung. Seine Growth Rates sind absolut scheiße, aber Berute und Shanam, es wäre schon mal was Besonderes. Wie man hier bei den Items sehen kann, Leaf hat wieder seine Stäbe. Jeder Charakter hat übrigens keine Sachen mehr im Inventar. Jedenfalls jeder Charakter, den ich nicht benutzen werde. Brown hat ein Antidote, weil ich auch weiß, dass es in diesem Kapitel wieder Giftwaffen geben wird. Und früher wurde ich immer davon genervt, weil ich hatte nur einen Heiler in vielen Runs und dann, wenn der Heiler halt eben rechts rum geht und links rum dann einer vergiftet wird, das ist dann schon sehr nervig. Weil der dann halt eben Vulneries, wo ich kann ich ihm ja auch noch eins geben. Vulnery kann ich ihm auch noch eins geben, weil wir haben haufenweise von denen. Haufenweise. Nana hat einen Chest Key, Nana nehme ich aber auch nur mit, weil sie Charm hat. Eigentlich. Sonst hätte ich eigentlich Finn mitgenommen. Carrion, weil ich brauche Carrion, wenn ich irgendwie was Gescheites in diesem Kapitel einstellen will. Brauche nicht wirklich, weil wir kriegen Takda wieder und Takda übernimmt dann halt eben so ziemlich alles in diesem Kapitel. Aber ja. Carrion kann sogar das Sword of Kings benutzen. Was bei ihm, naja, passt eigentlich nicht zu ihm, aber er kann was erreichen. Und dann mit Brayton. Ja. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich Gomez besiegen will. Und ein Problem dabei ist, dass die Stahlaxt sehr, die Stahlaxt, die Gomez hat, relativ schwer ist. Also hoffe ich einfach mal, dass Brayton mit den zwei Scrolls ein bisschen Bild bekommt, weil die Boni, die da draufstehen, ja nicht die wirklichen Boni sind. Ich hoffe mal, dass er noch ein paar Level kriegt, wo er Bild bekommt. Und dann habe ich auch dem Speedring gegeben, weil er halt eben, er braucht, ich glaube, die Promotion gibt ihm 2 Speed und dann ist er noch 2 Speed weg, dass er Sachen stehen könnte. Und deshalb gebe ich ihm halt eben den Speedring, damit er was erreichen kann. Ein bisschen kacke, weil die Rogue Promotion ihm halt eben Wrath wegnimmt, aber und dann bekommt er halt eben Vantage. Naja. Hat seine guten und seine schlechten Seiten. Aber es ist ein Rogue, er kann Sachen stehlen. Ich weiß nicht, warum ich, als ich das Master Sea bekommen habe, nicht direkt noch Brayton promoted habe. Weil Sachen stehlen in 3-Shear. Ich weiß nicht, ich glaube an dem Punkt habe ich es einfach vergessen, wie gut das einfach ist. Und Sachen stehlen in 3-Shear ist nicht eine Sache, die man einfach vergessen sollte. Weil es ist so overpowered, wenn man es machen kann. Aber ja, egal. Langes Intro. Beschissenes Kapitel. Let's go. In diesem Kapitel sieht man wieder mal nichts, aber es ist auch relativ klein.
relativ klein beschaulich. Hier kriegen wir wieder Lockdown Tanya wieder. Ich eigentlich komplett vergessen habe, dass sie hier überhaupt auftauchen. Keine Ahnung warum. Mit Tanya müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil sie kann sehr, sehr einfach hier gekillt werden. Weil hier stehen einfach mal 8 Gegner rum, die man nicht sehen kann. Außer wenn man ihn nicht reinrennt. Und dann Dakta, den ich eigentlich auch komplett vergessen habe. Und ich hätte auch nicht mehr geplant, dass er die Volt Edge hatte. Es könnte die Waffe sein, die dieses Kapitel machbar macht. Ich habe aber keine Ahnung, ob das auch so sein wird. Karen kann es leider nicht benutzen, sonst wäre Karen einfach... Sonst könnte Karen direkt Gomez wegklatschen, aber... Naja, geben wir vielleicht ihr Sword of Kings und dann kann sie was anstellen. Ich würde gerne Tanya da stehen lassen. Dann Deck da hinstellen. Ist sie noch in dieser Support Range und dann. Ich ist egal, was ich hingebe. Brief so, damit er mit den Gegner fertig wird. So, da steht der Erste und dann können wir hier direkt die Fackel nehmen. Eigentlich hätte ich ihm auch Short Sword geben können. Tauschen dann geben können, aber egal. Und ja, Gegner. Dieser Dieb ist hier interessant. Er hat einen Lockpick, er könnte alle möglichen Kisten auf dieser Map klauen. Es gibt 6 Kisten, 2 hier, eine hier oben und eine hier oben. Aber die Sache, die er macht, ist, er macht hier die Tür auf, er macht, ich glaube, hier ist noch eine Tür, oder, ne, hier ist keine Tür, oder? Ich glaube, hier ist keine Tür. Bin mir aber nicht sicher, weil man es nicht sehen kann. Macht die Tür auf und rennt dann hier oben zu einer Treppe raus. Keine Ahnung, warum die Türen nicht gleich offen waren, aber gut. Ich meine, man kommt nicht zu ihm hin, weil die Gegner sind im Weg. Und diese Gegner hier drin haben alle Poison Bows. Und das ist nervig, ja. Aber hier draußen, die haben keine. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, wir bräuchten ein paar Schwerter. Wir haben haufenweise Waffen von allen möglichen Sachen, aber Schwerter sind so ein paar wenige. Also, ja, bräuchte ich eigentlich ein paar. Die machen aber auch ordentlich Schaden. Naja, was heißt ordentlich? Egal. Eine andere Sache, die ich dann auch noch machen will, ist, ich stelle Nana ein Stück weiter hoch. Ja, aber komm, kaum XP. Oh Gott. Das ist mit dem Plan geworden. Größtenteils, dann kann ich Nana da hinstellen. Dann ist Brayden in Support Range, in Charm, Reichweite und Tanya auch. Ich weiß gar nicht, ob sie angegriffen werden kann. Nein, sie steht sogar sicher. Das ist gut. Jetzt ist die Frage, soll ich Ronan oder Carrion nach vorne stellen? Ich glaube, Carrion wird direkt einfach mal weggeklatscht. Obwohl. Obwohl, ich kann ihn einfach dahin stellen. Wird schon gut ausgehen. Carrion hilft da drüben mal mit. Und Ronan hilft hier auch. Und jetzt dürfte Duck damit einen Gegner fertig werden. Ausnahmslos. Eigentlich. Ja. Duck, da hat er lange nichts mehr zu killen gekriegt. Jetzt hat er die Chance dafür. Wäre ein bisschen nervig, wenn er von einem Gegner getroffen wird, aber insofern so gut. Läuft erstmal. Kann aber eine Weile dauern. Na, fast. Fast. Da
Und? Ich meine, er hat kein Scrow, also seine Growths sind jetzt nicht allzu hoch. Strength, immerhin. Immerhin. Au. Ich finde es immer noch ein bisschen seltsam, dass Dacto meine eigene einzige fliegende Einheit im Moment ist. Es kann noch interessant werden. Jedenfalls die Sachen, die ich mit Dacto dann anstellen muss in den späteren Kapiteln. So, carry on. 33% Hit. Au. Dürfte aber ein Level-Up sein, weil... Ja. Hat aber keine Scores im Inventar. Luck, Death und Hitpoints. Ich habe echt keine Ahnung, ob die Brighton-Strategie aufgehen wird. Na, krieg noch relativ gut XP. Ich glaube, er brauchte nur einen Punkt Bildleveln, damit er den Bogen stehen kann. Damit ich ihn mit der Vote Edge gratis draufknüppeln kann. Ich glaube echt, es war nur ein Punkt. Also wenn er einen kriegen würde, wäre es gut. Wenn er es auf dem nächsten Level nicht kriegt, dann ist es eigentlich egal. Da gebe ich die Scores zu Carrion und der macht dann links alle platt. Er hat mit einem HP überlebt. Hätte. Bei Brayden sieht es aber auch nicht besser aus. Bei Dacta auch erst gar nicht. So, der Dieb macht ja jetzt oben die Tür auf und der rennt hier oben weg. Wenn Brayden nicht trifft, wäre es aber auch ein bisschen... Meh. Egal. Oh. Gut, dass ich einen Physics-Staff habe. Es war so nicht wirklich geplant. Ronan, du nimmst die Seite. Er geht aber auch nicht. Doch, mit der Depp macht er es. So viel XP auf Ronan. Schritt rüber. Carry on, hat er Vulnery? Habe ich ihm eins gegeben? Ja, habe ich. Gut. Dann können wir einfach hier rüber gehen mit Physik auf Brenn. Bitte triff. Bitte. Gut. Gut. So wäre jetzt ziemlich bescheuert geworden, wenn Leaf nicht getroffen hätte. Tanya hat aber auch keine Waffe auf 2 Range. Hat Dacta Vulnery? Hat er. So steht Dacta einfach dahin mit Volt Edge und einfach mal heilen. Kann Tanya auch so ein bisschen hinterherkommen. Und da sehen wir noch mehr Gegner und hier ist, ja, Goma. Die Translation ist immer noch ein bisschen seltsam. Aber eigentlich ist es Gomez. Stahl-Axt, Stahl-Bogen. Ja, er kann den Bogen nicht klauen. Noch nicht. Oder doch, kann er. 14. Aber ich glaube, man brauchte mehr Build als Weight, um die Sache zu klauen. Also bräuchte ich eigentlich 2 Level-Ups. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Sache an Gomez ist, er hat
12 Verteidigung. Steht auf dem Throne, heißt er 22 Verteidigung. Er hat rechts oben einen Void Stat von 72. Hat dann noch einen Throne Bonus. Obendrauf ist er halt ein Void von 102. 18 Strength. Waffen, die sehr viel Schaden machen. Und 14 Speed. Er ist nervig. Oh Gott, er hat noch einen Movestar. Das könnte richtig spaßig werden. Oh ne, ja. Also mit Gomez will man sich eigentlich nicht anlegen. Echt nicht. Kriegst du jetzt Bild? Ich meine, er hat alles Scrolls, da dürfte er eigentlich alles bekommen. Was da ist, aber kein Bild. Es ist so ungefähr erwartet, weil die Scrolls jetzt irgendwie... Was war's? 22% Move geben? Oder 25%? Und Ronin hatte noch mehr? Keine Ahnung. Ich mag die Crits so in dem Spiel. Neue Scrolls gehen dann definitiv auf Carrion, weil er braucht ein paar gute Level, damit er im nächsten Kapitel nützlich sein kann. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass die Gegner da auch rauskamen. Dektor dürfte jetzt mit allen Gegnern fertig werden. Okay, gut. Solange er weiter kreditet, ist alles gut. Er hatte ja PCC von 4, soweit ich mich erinnere. Also dürfte es gut auflaufen. Ist Dektors Verteidigung so hoch? Nein. Nein, verdammt. Die greifen ihn extra nicht an. Carrion, mach einfach mal den Weg frei. Obwohl, den kann ich auch zu Nana geben. Ich weiß nicht, warum ich es zu Nana geben sollte, aber... Ja, kannst du es auch machen. Bam. So, dann gehen wir... Mir fehlt die Reichweite so ein bisschen. Dann geben wir die beiden zu Leaf. Und Prim. Habe ich das Master Seal vergessen? Das wäre jetzt ein bisschen dämlich. Ach, ich habe es nur Ronin gegeben. Keine Ahnung warum. Vermutlich, weil ich keinen Platz mehr hatte. So, jetzt sind die Sachen auf Brian. Jetzt. Nein, jetzt sind die Sachen auf Leaf. Dann kann ich jetzt Carrion die Sachen geben. Tja, dann können wir nochmal Brian heilen. Ich glaube, er hat noch die Fackel. Ich hätte die Scrolls behalten sollen. Wäre das Level besser gewesen. Lieber nicht. Lieber nicht. Weil wir können noch nicht wirklich aus der Reichweite rausgehen. Stellen wir uns einfach so hin. Egal wie lange es dauert. Carrion auch nicht so weit rein. Carrion kann einfach komplett allein loslaufen. Ist kein Problem für sie. Sie kriegt alles Mögliche alleine hin. Na. No. Greift er mich mit der Handaxe an. Naja. Dieses Kapitel mag ich eigentlich auch, weil es hier relativ gutes Zeug gibt. Ich weiß, dass es irgendwo hier gibt's. Ich weiß, dass es in diesem Kapitel ein Leg Ring, Holy Water, Devil Axe, Neo Scroll, Wrath Manual,
Was ist das alles? Keine Ahnung. Ich glaube, da fehlt noch eins. Aber es ist so ungefähr alles, was man in diesem Kapitel kriegen kann. Ich kann zu Ronan jetzt die Fackel geben, das Master Seal abnehmen und dann schön Brandon promoten. Weil ich brauche einen Dieb. Brauchen nicht wirklich, aber ist hilfreich. Ja, Krakefee Speed, aber weniger Bild. Ah, genau, er kriegt Minus Bild. Genau, das war das Problem, was ich hatte. Das war mein Problem. Ah, ich erinnere mich. Jetzt kann ich irgendwie so hier so hingehen und dann die Fackel anmachen. Und dann sehen wir, hier sind noch Gegner. Wo ich Carrion nach dahin stellen kann. Und dann auch noch mein Brain heilen. Schön viel Stab XP für Leaf. Vielleicht kriegt ihr ja bald C. B. Wäre hilfreich. Keine Ahnung, ob da noch Gegner sind. So. Den kann Duck da auch noch draufschlagen. Das Eisenschwert reicht nicht aus. Amoslayer würde genug sein, aber... Obwohl. Ja. Egal. Ich kritze sowieso. Dr. MVP. Schön, dass er jetzt wieder zurück ist. Wir machen aber ordentlich Schaden. Aber Carrion bekommt auch ordentlich XP. Jetzt gehen die restlichen alle auf Dakla los. Now. Geht sogar nicht mal. Yeah, noch mehr Gegner. Warum wird er denn jetzt auf einmal von allen möglichen getroffen? Muss ich noch ein Vulnerary benutzen? Jetzt definitiv. Ich glaube, Tanya kann sogar ein bisschen was erreichen. Das Eisenschwert heile ich nochmal. Den dürfte auch eine gute Hitrate haben. Ja. Sie ist ja immer noch extrem schnell. Geht doch relativ viel XP jetzt. Magic, super. Was soll man damit machen? Ich meine, ich könnte bei ihr auch gucken, was sie wird bei der Promotion. Könnte ich machen. Die Sache ist die, ich kann es in Nightmare nicht nachgucken. Ich weiß nicht, ob man es nachgucken kann, aber jedenfalls habe ich es noch nicht gefunden, wenn es überhaupt geht. Und der Randomizer macht keinen Changelog. Einfach darum, weil NetNerd das noch nicht eingebaut hat. Yay. Also ich kann noch nicht wirklich gucken, was meine Charaktere werden, ohne dass ich halt eben genau im Spiel die schon promote und gucke, was das dann wird. Hier kann es jetzt ein bisschen nervig werden. Und ich kann Ronan auch da reinstellen. Dann sehen wir, hier sind noch mehr Gegner. Ich
glaube, eine hat sogar einen Poisonbau. Oder doch nicht. Deswegen habe ich ihm übrigens Schwert gegeben, damit er irgendwie eine Waffe hat, die man nutzen kann. Und ja. Das war's für diesen Zug. Warum gehen sie auf Brand los? Ich meine, es war mal so eine Sache im Spiel, dass irgendwie die Gegner sehr häufig auf deinen Dieb losgehen. Keine Ahnung warum. Aber es ist einfach so. Manchmal ist die AI in 3 sehr, sehr, ja, sehr seltsam. Tanja kann wenigstens ausweichen. Im Vergleich zu Takta. Aber Tanja hält keinen Hit aus. Das ist die Sache. Hier steht auch wieder die Kiste draußen. Die Kiste hat das Holy Water. Mehr XP für Carry On. Oh. Magic. Super. Kein Strength, ne? Noch nicht mal Move. Wie viel Schaden macht der Typ? 14. Na, lief ganz schön aushalten. Jetzt kriegt Doktor mal ein schönes Level. Dann einfach jeden Gegner, der irgendwie vor ihn kommt. Naja. Death. Ist auch schon Level 15. Wow. Gute Waffenränge auch noch dazu. Supi. Und ihr könnt da stehen bleiben. Oh nein, mehr Gegner. Die aber auch relativ viel Schaden machen. Ich könnte dich eigentlich sogar wirklich Brandon trainieren. Das wäre auch noch so eine Variante, aber das dauert zu lange. Wow. Ohne Scrolls. Typisch Ronan. Nicht wirklich. Er hat 15% Strength. Also, dass er Strength bekommt, das ist wirklich einfach... Die Chance ist nicht hoch dafür. Sagen wir es so. Ich muss aber echt sagen, Charge auf einem Draco Knight kann... in Zukunft echt nach hinten losgehen. Weil wenn ich ihn dann irgendwo hinstelle und er irgendwie, keine Ahnung, wenn ich Doktor dann irgendwie in eine Balliste reinstelle, ja, er wird definitiv nicht überleben. Solange er nicht ausweicht. Kann ich jetzt nicht sogar eigentlich ein normales Schwert benutzen? Mache ich das nicht auch aus? Natürlich gerät das nicht aus, das wäre ja nicht damit doppelt, weil es zu schwer ist. Oh, weil die Gegner einfach zu schnell sind. Ich kritte trotzdem. Ich habe auch keinen Blassen schon mal, ob wir einen Hermione Staff bekommen im Spiel oder nicht. Weil ja wieder mal alles zufällig ist. Man levelt up gut. Gutes Level. Typisch.
Ich meine, in diesem Kapitel kriegen wir, ich glaube, hier noch den Near Scroll. Also können wir noch bescheuertere Level-Ups bekommen, als sie jetzt. Das kann im Endgame sehr witzig werden. Was ich auch sehr mag, aber... Naja. Kann er die Tür eigentlich sogar ohne Lockpick aufmachen? Nein, er braucht den Lockpick dafür. Good to know. Sie macht so viel Schaden einem Gegner. 130 Speed, also kein Gegner im gesamten Spiel kann sie doppeln. Außer Gegner mit Master Weapons. Witziger an Thresher ist, man bekommt nur eine Brave-Waffe pro Typ, heißt, man kriegt nur einen Brave Sword, eine Brave Axe, einen Brave Bow, eine Brave Lance, einen Brave Tome, aber das ist eine andere Geschichte. Normalerweise im Spiel und alle Gegner haben, oder manche Gegner haben halt eben, Master-Waffen. Also Gegner haben nie Brave Weapons. Das Brave Sword bekam man in Kapitel 4x, den Brave Bow kriegt man in Kapitel 14. Die Brave Lance ist normalerweise eine Waffe auf Finn und die Brave Axe kriegt man auch in Kapitel 1. Den Brave Zauber. Man dürfte wissen, welcher Charakter das hat. Wenn man sich mit... Gut, was heißt, wenn man sich mit Thracia auskennt, aber Heroes ist einfach nur so... Man dürfte alles darüber wissen. Ist schon witzig, wenn ein paar Leute darüber... wenn ein paar Leute echt denken, dass Reinhardt der Lord von Fire Emblem 5 ist. Halt, oh. Ist auch witzig, wenn der Hauptcharakter später reinkommt als irgendein zufälliger Gegner im Spiel. Aber, was habe ich da schon zu sagen? Naja, noch mehr Gegner. Ist jetzt nicht wirklich spannend, wenn die Gegner mich überhaupt nicht treffen können, aber liegt halt daran, Paragon Mode, meine Stats sind normalerweise höher als sie sonst sein sollten und ja, mit dem Randomizer. Wenn man halt eben Einheiten kriegt, die dann so gut werden wie jetzt, wie Karen. Schnell wie sonst was. Ich glaube, ich kann deren Bögen sogar klauen. Kann ich. Was bringt es mir, Bögen zu klauen? Gib mir Geld. Das wäre so ungefähr eine Sache. Handaxes kann ich nicht klauen. Verdammt. Oh, ich kann deren Bögen klauen. Raiden, warum bekommst du Magic? Passt gar nicht zu dir. Hier ist jetzt auch so eine dumme Stelle. Keine Ahnung, ob der Typ sich bewegt oder nicht. Ich will Leaf auch nicht wirklich da reinsenden. Nein, er wird getroffen, wenn ich... Nee, der greift ja gar nicht. Der greift es gar nicht an, weil er so kack wenig Schaden macht. Karen übernimmt die ganzen Gegner. Das ist jetzt B, glaube ich. Oh, 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 Volt Edge Karen gegen Gomez. Jetzt geht's los. Na gut, gleich geht's los, jetzt noch nicht. Steht noch ein paar Gegner. Ich hasse, dass sie sich einfach nur komplett hinter einer Wand verstecken. Ich meine, hier kommen keine Gegner, weil hier ist irgendwie so... wieder mal draußen ist oder so ein Zwischengarten, keine Ahnung.
Hier verstecken sich einfach Gegner drin. Unfair. Danke, da geht's noch gut. Ich kann erwarten. Oh, ich glaube, ich kann den jetzt nicht sogar angreifen. Ich glaube, da komme ich gar nicht erst hin. Weil der Typ sich nicht bewegt. Yeah. Nee, doch, 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 doch. Danke, Gegner. Danke, Gegner. Kann, ja, er. Kann. Also können wir auf ihn... Nein, 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 nein. Was wir erst machen? Wir klauen ihm seinen Bogen. Und dann boxen wir den Gegner da rein. Dass Carrion dann drauf schlagen kann, wenn er auch den Nearscroll hat. Keine Weile dauern. Gut. Wird schon. Also geben wir Carrion der Voltage, keine Ahnung. Stellt sie sich einfach mal dahin und wir greifen irgendwann später mal an. RIP. Schlechte Idee. Es dürfte auch ein Stück höher Crit haben als normalerweise bei Voltage, ja, Skill gibt. Schön. Mehr Strength. Mehr Strength. Alter, natürlich lasse ich vor die Tür. Danke, Gegner. Muss mir auch alles ruinieren, ne? Carrion ist immer noch scheiße. Vielleicht kriegt ihr jetzt nochmal einen Move. Vielleicht wird er jetzt noch besser. Das ist einfach so dämlich mit den Scrolls. Vor allem, wenn wir den Nearscroll haben, haben wir ja noch eine... Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen können, aber man kann Growths über 100% haben und dann halt eben 2 Punkte in einem Stat bekommen. Mit einem Level. Das ist... So overpowered. Ich weiß gar nicht, wer das alles im normalen Spiel hinkriegt. Vermutlich viele, weil man auch viele Scrolls bekommt, aber... Ich glaube, die einfachste Variante ist einfach erst für den Steady Scroll zu geben in Vanilla Thracia, weil der dann 105% Speed hat. Wie würde denn das aussehen? Ziemlich gut. Ja. Ey, Gegner. Gegner, deren Zeug wir klauen können. Jetzt gucken wir hier unten mal hin. Ich glaube, es war das Recht. Die rechte Truhe. Verdammt, das war die Devil Eggs. Dann war es die linke Truhe. Oder es war das Wrath Menu. Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht wirklich, wo da die Kisten waren. Jetzt kann Carrion auch ein anderes Schwert benutzen. Im nächsten Kapitel kriegt man ja in Vanilla auch ein richtig gutes anderes Schwert. Aber da kommen wir noch zu. Aber ich glaube, das ist randomized. Ich erinnere mich nicht daran, das Schwert im normalen Spiel zu bekommen. Also randomized so früh. Poison regt mich so auf, deshalb habe ich einen Antidote mitgenommen. Okay, das war's. Wrath Manual. Muss mal ein bisschen Platz mit Ronan machen. Dann kriegt er das Antidote. Wenn es mir auf den Senkel geht. Jo.
Daniel kann auch noch ein paar Gegner killen. Doppelsockel mit einer Stahlaxt. Schön. Kriegst du irgendwas Gutes? Meh. Ich müsste dich sogar einfach da stehen lassen und jeden Zug mit Leaf heilen. Alter, Leaf, was zur Hölle. Er hat noch... Hat er schon mal Strength bekommen? Keine Ahnung. Aber was zur Hölle, Leaf. Ein Strength, 4 Magie. Bei Level 12. Super. Nee, Gegner. Noch mehr. Ja. Noch was zur... Ich hätte nicht erwartet, dass da so viele Gegner stehen. Ein paar Jahre. Drei. So, jetzt nehmen wir das Anti-Soul, weil... Oh. So langsam. Blup. Und weg. Sind wir auch hiermit fertig? Rona mit neuen Moves. So ein bisschen seltsam. Der Gegner steht aber auch kacke, weil ich jetzt nicht dahin komme, ohne von Krummes angegriffen zu werden. Egal, stellt sich Karen einfach in den Weg. Kann ich Karen da hinstellen, Dakta da hinstellen und mit dem Support arbeiten. Mit Charm, meinte ich. Fergus supportet auch Karen. Oh, wir haben ihn nicht gebracht. Nerviges Kapitel mit nervigen Gegnern. Supi. Eigentlich sollte ich die Voltage auch ein bisschen aufheben. Eigentlich. Keine Ahnung, weil ich sie brauche. Vermutlich in Kapitel 10, damit ich das Fire Sword bekommen kann. Aber ich glaube, das Fire Sword kann ich auch einfach klauen. Es dürfte auch nicht allzu schwer werden, das dann zu klauen. Da kann man mal gucken, wo die Tür ist. Ey, passt sogar. 24 Lockpicks. Wird schon reichen. Für eine Weile. Ja. Kann sich Dakta da gleich mal das Antidote tauschen. Damit es wenigstens ein bisschen schneller geht. Fängt an zu doppeln. Kyrion fängt an zu doppeln mit seinem Steel Sword. Kritte trotzdem. Und jetzt nur noch halbe Level. Und warum bekommt er keinen Speed? Aber Move! 7 Move! 7 Move! 7 Move dismounted, also hat er jetzt keine Ahnung was. 10 Move? Auf dem Mount. Yay, mehr Zeug klauen. Und weg.
mit dem Poison. Ich weiß, dass ich langsam spiele, aber... Naja. So schlimm ist es jetzt nun auch nicht. Denke ich. Ich weiß nicht, ob noch Gegner stehen. Eigentlich dürften da nicht allzu viele sein. So, da lädt ich auf. Wir können im nächsten Zug auch nochmal Karen in die Reichweite rein. Nicht Karen. Karen. Karen in die Reichweite von Gomez reinstellen. Und sehen, wie das dann ausgeht. Dürfte gut ausgehen. Vorher würde ich aber auch noch den Lockpick klauen wollen. Wenn das möglich wäre. Das sah ein bisschen komisch aus. Von hinten angegriffen und trotzdem nicht getroffen. Könnte Dr. Ja, Dr. könnte Brighton hochheben. Könnte Kyron auch. Nein. Könnte irgendjemand außer Dr. ihn hochheben? Nein. Das bringt mir nicht viel. Ist der Scroll hier drin? Nein, typisch. Typisch, immer in der letzten Kiste. Immer in der letzten Kiste. Level up. Falls er trifft. Ja. So gut. So gut. Aber kein Move. Verdammt. Gomez will ich noch seinen Scheiß klauen. Sein Lockpack. Vielleicht bräuchte ich den später. Na, oh, komme ich hier nicht wieder raus. Da ist er. Gefunden. Vielleicht kann Ronan mit ihm fertig werden. Good unit. So. Das ist, was soll ich dazu sagen? Das passiert, wenn man die Scrolls nimmt und einfach mal die Growth Rates so ein Stück hochsetzt. Typisch, dass bei jedem Level irgendwie extrem hohe Stats rauskommen. Es sind trotzdem noch so viele Gegner da drüben. Danke. Jetzt kann ich... Hier, Ronan, nimm das. Wir machen gleich die Tür da auf. Dann kann Ronan... quer über die halbe Map laufen. Tanya geben. Und dann gibt Tanya es zu Carry On. Der steckt noch weiter Gegner weg. Ich habe auch noch nicht nachgeguckt, was die Growth Rates auf dem New Scroll sind. Hoffentlich sind sie gut. Hoffentlich ist es irgendwie sowas wie 30% Move oder keine Ahnung. Irgendwas, was das Spiel interessant macht. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt weiter oben. Dauert noch eine Weile, bis wir den Lockpick kriegen. Ich hätte Karen Paragon geben sollen.
Ah, Ronan. Ronan, du brauchst mehr Move. Viel mehr Move. Wichtige Sache ist auch noch in der linken Kiste. Wenn ich so richtig drüber nachdenke, sollte ich den Leckring zu Shanam geben? Keine Ahnung. Das wäre eine richtig bescheuerte Idee, aber einfach nur um Spaß zu haben und das. Danke, Leaf. Einfach nur um Spaß zu haben und das Let's Play so ein Stück interessanter zu machen. Tak, tak, guck, ob du mal die Kiste. Ja, da ist die Kiste. Ich habe auch noch Platz im Inventar. Supi. Kiste, Holy Water. Ich werde Shanam useful machen. Ja, nützlich machen. Egal, was ich machen muss. Aber die Sache ist die, wenn ich die B-Route wirklich spielen sollte, nehme ich auch eine Map dazu, weil die Warp-Tides sind so kacke. Leaf. Leaf. Ich habe deine Growths nicht verändert. Warum bist du so scheiße? Okay, na, rett für Ronan weg. Du kannst Ronan nicht entkommen. Nicht möglich. So, jetzt müssen wir einfach nur zurückrennen und dem sein Doggy klauen. Nicht Doggy. Lockpack. Das macht's wesentlich schneller. Ich kann mich noch da hinstellen, damit ich ihn noch sehen kann. Aber wenn wir... Überlebt er einen Hit? 15, er hat immer noch 14 Speed. Er hat 14 Speed und macht 31 Schaden. Heißt, er doppelt mich definitiv nicht. 31. Definitiv 31 Schaden. Au. Au. 24, wenn er trifft. Au, definitiv. Aber wir können noch Leaf in Reichweite reinstellen und wir können auch noch, Nana daneben stellen für diesen Charm Boost. Ich glaube, Carrion. Ja. Yeah. Carry mit dem Swords of Kings und dann dürfte eigentlich nicht mehr getroffen werden. So. Einmal den Lockpack mopsen. Fast ein Level, vermutlich eins, wenn er angegriffen wird. In die Truhe links mitnehmen und dann war's das. Denk. Denk. Ja. Komisch, Schaden zuzufügen, ist ein bisschen nervig. So, und jetzt rennt Daniel hier rüber. Stellt sich nicht aus Versehen auf die Kiste. Gucken, dass wir Platz haben. Wir haben Platz. Und dann holen wir uns den Leg Ring. Der Movement erhöht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre es eigentlich ziemlich hilfreich, das in Kapitel 10 zu haben, aber egal. Egal, wir brauchen schon gute Strategien, wenn man einfach nur Memes haben kann. Wir können ihn einfach mal uns angreifen lassen. Ronan zum Beispiel macht keinen Schaden. Ronan macht absolut keinen Schaden. Carrion macht einen Schaden mit dem Sword of Kings. Sonst macht er auch keinen Schaden. Dacta macht keinen Schaden. Dacta mit dem Reef Sword macht 7 Schaden. Und wird auch noch gedoppelt. Wow. Also. So gut Dacta auch noch ist, Gomez ist immer noch scheiße stark. Trotzdem 1% Hint auf Karen. Und Karen dürfte ihn einfach wegklatschen. Weil das Voltage einfach auf seine Resistenz eingreift, die einfach nur
Na. Gomez. Gomez, den Boss, den man eigentlich nicht bekämpfen will, weil er einfach so unglaublich nervig ist. Oh, ein anderer Hintergrund, oder? Ist das jetzt ein anderer Hintergrund? Sieht zu blau aus. Da ist er jetzt weg. Gomez the Invincible is down. Das war's dann. Ich hätte die Scores geben können. Mehr durch Skill Luck. Ja. Macht mehr Schaden mit dem Voltage. Nee. Braucht noch jemand Heilung? Irgendjemand? Dakta? Dakta, das war's. So, wir haben alle Truhen bekommen. Wir haben alle Sachen bekommen. Ja. Einfaches Kapitel, bis auf den Boss, der nervig ist. Sieh es, weil mir nichts einfällt, zu erzählen. Kapitel 8x fertig. Nächstes Kapitel ist Kapitel 9, wo wir vier Einheiten, oder ja, vier neue Einheiten bekommen. Das kann auch interessant werden, weil ich greife das schon mal, was die Einheiten sein werden, die wir bekommen. Und ja, das war's für diesen Part. Ich glaube, ich habe noch Zeit, einen anderen Part hier nach aufzunehmen. Aber das ist erstmal das für diesen Part. Und da würde ich sagen, ciao.